Eigentlich ist es ganz einfach. Das ist ein Treffen von Kunstschaffenden, eine Zusammenkunst. So, diese Art von Vibe oder diese Art von Musik möchten wir gerne machen, dass Leute kommen, ihren Song droppen, wieder gehen, den noch niemand gehört hat. Leute kommen, Song droppen und man gar nicht dazu viel erklären muss. Zusammenkunst ist definitiv eine richtig große, verrückte Kiste mit den unterschiedlichsten Leuten aus Deutschland und der Schweiz, die richtig was drauf haben. Was wir hier machen, ist ein riesengroßes Fest der Künste, würde ich sagen. Also eine absolut überschwängliches Feiern von Kunst, von Musik, von visuellen Eindrücken, von Sprachkunst, von Tanz. Das Unausgesprochene in irgendeine Form zu bringen. Also für mich ist es auf jeden Fall erstmal Abenteuer und ich liebe Abenteuer über alles. Und allein andere Leute zu treffen, die so ähnlich ticken wie man selbst und so dieselbe Macke irgendwie haben und genauso verrückt sind, das ist halt auch immer schön. Hat so viele schöne Momente drin, wo ich denke, wow, das ist einfach super formuliert oder irgendwie die Melodie macht genau das, drückt genau das aus, was der Text auch sagt. Wir brauchen Menschen, die Farben sammeln. Wir brauchen Menschen, die Farben sammeln und sie dann auch teilen. Wir sollten nie vergessen, wie wichtig das Kunst für unser Zusammenleben ist. Dass das wieder eine Plattform bekommt, wo es wirklich um das Schöne an sich geht. Ich habe das Gefühl, sowas haben wir noch nie erlebt. Also ich zumindest nicht. Ich habe noch nie erlebt, dass die ganze Weltkugel einfach für so einen Moment einfach stillsteht, dass man die herunterfahren kann, die ganze Gesellschaft herunterfahren kann. Und dann einfach zu sehen, wie diese Kunst und das Schaffen, die Musik, alles irgendwie so unter den Tisch fällt und für Monate einfach nicht stattfindet, das hat uns allen echt schon auch das Herz zerrissen. Es fühlte sich an wie gestrandet. Also alles, was man irgendwie angepackt hat und versucht hat, fühlte sich so, als würde man paddeln, aber nicht von der Stelle kommen. Ich glaube, wenn wir Gott nicht hätten, dann würde man jetzt hier sitzen und sagen, oh Mist. Ja, das sind jetzt irgendwie 2, 3 Konzerte, die ich jetzt im Frühling habe. Im Sommer, da sind die wichtigen Konzerte und da, bis dahin wird es ja auch wieder laufen. So. Und mit der Zeit, ne, merkt man, okay, gut, das wird hier länger dauern. Wir wollen Kunstschaffenden gerade jetzt eben in dieser Situation die Bühne zurückgeben. Wir wollen zeigen, dass wir sie sehen, dass wir für sie da sind. Für gewöhnlich machen wir als Central Arts eigentlich Netzwerkarbeit, also wir arbeiten für Kunstschaffende, wir dienen Kunstschaffenden, wir organisieren Seminare, Workshops, Konferenzen, das sind Angebote eigentlich, wo Kunstschaffende, wo Kreative sich mit anderen Gleichgesinnten vernetzen können oder wo sie was lernen, wo wir sie schulen. In dieser Zeit schien es uns eigentlich wichtig, was mit Kunstschaffenden zu machen, also nicht ein Angebot für sie zu schaffen, sondern ihnen eben eine Bühne zu geben. Dann schwirrte diese Idee von einem Cypher, schwebte noch im Raum. Wo verschiedene MCs und Rapper zusammenkommen und da einfach hinkommen, ihre unveröffentlichten Zeilen droppen, 2, 3 Minuten über einen Beat und dann wieder gehen. Und es ist so, es hat so dieser Vibe von, wir feiern eigentlich einfach diese Hip-Hop-Kunst und es wird jeder gefeiert
Und irgendwie fanden wir das noch cool, wenn das auch in der Popkultur stattfinden könnte. Und das war so die Ursprungsidee von, hey, komm, wir fragen doch ganz viele Leute auch an, die jetzt vielleicht während Corona oder während dieser Zeit Zeilen geschrieben haben, die noch niemand gehört hat oder die sie die Songs haben, die noch gar niemand gehört hat. Dann haben wir eigentlich begonnen, einfach die Telefone in die Hand zu nehmen und Leute anzufragen, zu fragen, ist bei dir was entstanden? Hättest du Bock, hier mitzumachen? Komm, wir machen was Besonderes. Wir rotten uns zusammen. Wir kreieren was Schönes. Und wir waren richtig baff, wie die Leute einfach zugesagt haben. Und gesagt haben, ja, bin ich gerne ein Teil von. Es ist fast schon ein bisschen wie ein, ja, vielleicht ein Ferienlager, aber mit sehr viel Programm. Die Leute, gewisse waren von Anfang an dabei, später kamen neue dazu. Jetzt, wir sind schon ziemlich zusammengewachsen. Mich fasziniert definitiv, wie viele Leute hier zusammenkommen, die sich irgendwie noch gar nicht gekannt haben, wie das Ganze trotzdem krass harmoniert. Also angefangen von Technik, von dem ganzen Aufbau, der schon richtig spannend begonnen hat, wo ganz viele eigentlich Konfliktpunkte vorher vielleicht auch da waren und wie das Ganze einfach krass von den Leuten, die hier beteiligt sind, ja, gedealt wurde. Wir möchten eigentlich eine No-Competition-Zone schaffen. Es geht gar nicht darum, wer jetzt schon einen Namen hat oder wer nicht und wer schon bekannt ist und wer nicht und wer schon überall gespielt hat oder wo überall schon gespielt hat oder nicht, sondern es geht ja einfach darum, wir lieben Musik, wir lieben Kunst und das steht im Vordergrund und nicht, dass oh, der ist jetzt besser oder die ist jetzt besser als ich, sondern dass ich habe was, was andere vielleicht nicht haben und ich teile das mit dieser Gruppe. In dem Sinne ist keiner irgendwie besser oder wichtiger als der andere, sondern irgendwie arbeiten wir alle an dem gleichen Projekt und sind gleich geschätzt und das feiere ich sehr, sehr stark. Das ist ja jetzt anders als normale Veranstaltungen, wo die Production Crew baut alles auf, dann kommen irgendwann die Musiker angeschlurft. Nein, das ist mir. Ich bin auch Musiker, ich komme auch manchmal angeschlurft, aber manchmal kommen die dann einfach irgendwann, ne, dann legen die los, dann sind die als erstes wieder weg, dann müssen wir alles abbauen. Also, und jetzt ist es irgendwie so ein Happening. Ja, wir haben dieses wunderschöne Haus, davor diesen wunderschönen Wiese einfach. Es fühlt sich manchmal an wie so eine Hochzeit eigentlich, ne? Also man hat so ein Event, dann da sind alle drin und dann gehen danach alle raus und man redet und es ist schön, alle haben schöne Hochzeitskleider an. Ich habe so gedacht, ey, wie geil ist das denn? So viele Leute, die ich zum Teil schon kenne, viele auch noch nicht kenne. Du kannst netzwerken, du kannst gemeinsam ins Gespräch kommen. Hey, wo seid ihr gerade unterwegs? Was ist gerade euer Thema? Wie geht's euch? Ich finde es ein großes Privileg, dass ich hier sein darf, dass ich mit so vielen Kreativen aus verschiedensten Bereichen zusammen sein darf. Ich finde das immer wieder mega inspirierend, wenn ich einen neuen Drummer kennenlerne oder mit dem Neues spielen kann, den ich vielleicht kannte, aber noch nie gespielt habe. Das finde ich hier schon großartig, wie das Ganze so in friedlicher Zusammenkunft, Zusammenkunft heißt es, glaube ich. Ich freue mich, die Songs tatsächlich mit der Band spielen zu können und die mit dem Orchester zu hören. Ich bin ein totaler Orchestermensch, also ich liebe Streicher. Von daher glaube ich, wird das für jeden, auch für Leute, die schon länger unterwegs sind und live spielen, ein besonderer Moment. Dann sind wir dazu übergegangen, diese Beiträge, die wir bekommen haben, irgendwie zusammenzufassen zu was ganz Schönem. Einerseits sind das die Künstlerpersönlichkeiten, die ihre eigenen Sounds oder Stile und Charakter schon haben, die ich nicht überfahren wollte. Was kann man addieren oder dran tun, um den Song an sich am besten zur Geltung zu bringen? Aber gleichzeitig war die Voraussetzung und der Wunsch auch, dass es ein Produkt gibt mit einer klaren Stilistik, das bleibt breit, aber irgendwo eben roten Faden, wo man es zusammenbringt mit Instrumentierung oder schon auch ein bisschen Stilistik oder Klangfarben. Das, was an speziell diesem Song oder vielleicht auch von dem Groove oder was auch immer da schon vorliegt,
was daran besonders und eigen ist, um das richtig zum Blühen zu bringen, sozusagen. Eine einzelne Stimme ist eine einzelne Stimme, aber mehrere Stimmen zusammen, das ergibt eine Harmonie. Und wir haben noch ein paar Farben und ein paar Bewegungen dazu gemacht. Und dann so entsteht so ein ganzes Konstrukt, entsteht, ich würde mal sagen, so eine Symphonie, eine Pop-Symphonie in ganz, ganz viele Richtungen. Das plätschert dahin und das wird so groß, das Ganze. Das wird wirklich Hammer. Also das ist was, das rennt bei mir sowieso offene Türen ein, weil ich auch immer finde, es bereichert so oder es befruchtet sich auch total gegenseitig, wenn man jemanden sieht, der irgendwie in seinem Bereich total aufgeht und auch total gut ist in dem, was er oder sie macht, und irgendwie ziehe ich da auch was für meine Sachen. Wie lange noch steht hier alles still? Und macht einfach, was es will. Wie lang, bis es beim Alten ist und ich bestimm, was ich vermiss. Also, ich kann das jetzt auch einfach nur aus meinem Gefühl beschreiben, wie ich das so empfunden habe in den letzten Monaten. Also direkt die ersten Monate während des Stillstands war es auch für mich ein kreativer Stillstand, weil mit dem gesellschaftlichen Bruch so der Veranstaltungen war auch für mich Stillstand in der Musik, und ich lebe ja davon. Das brachte mich mal kurz so ein bisschen ins Stocken. Wir sind ja seit einigen Jahren in einem Rhythmus. Wir investieren ein Jahr richtig in Songwriting und in die Produktion. Und dann gibt es ein Jahr, in dem wir touren, und das ist das Jahr der Ernte. Also ein Jahr voller Investment und ein Jahr voller Ernte. 2020 sollte ein Jahr der Ernte werden. Wir haben natürlich, als wir gehört haben, jetzt Lockdown und wir dürfen nicht mehr unterwegs sein, da war man gezwungen, darüber nachzudenken, loszulassen. So das, was man selber geplant hat, was man organisiert hat an Konzerten, an unterwegs zu sein, Termine, was weiß ich. Fast krasser fand ich dann noch, als dann so die ersten Lockerungen kamen und man dann gesehen hat, welche Möglichkeiten man findet, um das wirklich auf die Bühne zu bringen, unter welchen Umständen. Das hat mir sogar dann noch fast mehr wehgetan, weil ich einfach dachte, das wird dem nicht gerecht. Viele erwarten natürlich, dass man dann in dieser Zeit, wo alles so schwer ist, einfach anfängt zu schreiben. Aber da muss man natürlich am Anfang erstmal schauen, dass man seine Wohnung bezahlen kann weiter. Deswegen waren die ersten 2-3 Monate war echt so, boah, ich muss jetzt mal gucken, wie man das alles so organisieren kann. Und dann fing es langsam wieder an, dass ich sagen konnte, okay, jetzt habe ich das wieder im Griff. Jetzt kann ich wieder die Gitarre in Ruhe nehmen und weiterschreiben. Ich habe tatsächlich so viel Gutes aus dieser Zeit mitnehmen dürfen. Wie gesagt, bin ich sehr, sehr aktionistisch und mache sehr, sehr viele Sachen. Und die haben mich ganz oft auch abgehalten von kreativen Prozessen. Und ich musste mir da wirklich Zeit freischaufeln dafür. Oder es war so, ich brauche noch einen neuen Song. Aber es war jetzt nicht so, es kam nicht aus der Leere. Und ich finde Leere eine ganz arg wichtige Komponente für Kreativität, dass mal nichts ist und ich setze mich jetzt hin und schau, was passiert. Wir hatten beide immer Zeit für Dinge, die wir sonst nicht Zeit hatten. Aber es kam wie das Arbeiten kam ein bisschen auf eine andere Ebene, weil man auch nicht gleich abgelenkt war mit Terminen und so. Das war schon wirklich für uns jetzt war es eigentlich recht gut, dass wir diesen Space hatten. Für mich hat sich Corona manchmal angefühlt wie jeden Tag Sonntag. So. Du weißt genau, draußen ist nichts los und alle Läden haben zu, du musst gar nichts machen, sondern oder keiner erwartet was von dir. Das fand ich sehr angenehm. Aber mit der Zeit habe ich auch gemerkt, als immer mehr Konzerte abgesagt wurden, als ich gemerkt habe, wie die Kultur in Deutschland dadurch auch ein bisschen eingeschlafen ist oder ausgebremst wurde, fand ich super spannend zu überlegen, was macht dieser Kulturentzug, dieser Kunstentzug, was macht der mit Deutschland? Ich glaube, wenn Kunst nicht mehr stattfindet, dann fehlt eine Stimme, dann fehlt eine Sichtweise auf die Welt. Es ist nicht die einzige Sichtweise, aber es ist eine unglaublich wertvolle, wichtige Sichtweise. Also ich glaube, unsere Gesellschaft ohne Kunst, Kultur und Kulturgut ist überhaupt nicht denkbar. Zum einen, weil wir unsere Identität finden über Kultur
und darüber auch wiederum der Zusammenhalt von der Gesellschaft und auch die Widerstandskraft von der Gesellschaft irgendwie gefördert wird, mit und in der kulturellen Bewegung. Also ich liebe Details, ich liebe, wenn alles irgendwie durchdesignt ist, wenn man sieht, ah, da hat sich jemand was überlegt. Das ganze Set, also die Holzstrukturen, haben wir innerhalb von einem Tag aufgebaut. Und begonnen hat die Idee eigentlich mit dieser Linie, der rote und in unserem Fall der grüne Faden sich durchzieht. Und obwohl es heute sehr gute Tools gibt, dass man das auch am Computer visualisieren kann und schon sieht, wie das ausschaut, finde ich es immer noch sehr faszinierend, dann wirklich dazustehen, zu fühlen, eben wie fühlt sich die Halle an, wie tönt die Halle. Für mich ist es oftmals so, dass ich ein Bild im Kopf habe und dahin will ich gehen. Und ich glaube, das ist meine Aufgabe, dass wir in diese Richtung kommen. Diesem Hellen, also ich habe mit Moods gearbeitet und da ist mir einfach wichtig gewesen, dass nicht alles dunkel ist, weil ich habe das schon zu Genüge gesehen. So ein Set bringt auch Probleme mit, die weißen Wände bringen Probleme mit sich, so. Und das musste ganz viel darüber diskutiert werden, was jetzt einfach vom Style her gewünscht ist, was aber vielleicht dann nicht so gut umsetzbar ist. Für mich war der Reiz dabei, lass uns etwas kreieren, das wir noch nicht so oft gesehen haben. Obwohl wir eine sehr, sehr kurze Zeit hatten, fand ich, hat das sehr gut funktioniert. Und das sind auch mal Emotionen in alle Richtungen gewesen, was aber bedeutet, oder für mich immer bedeutet, dass die Leute mit Herzblut dabei sind. Es gibt keine Spannung, es gibt nur Chancen. Wir lieben uns alle inzwischen. Und ich glaube, das ist das Schöne an diesem Projekt, dass wir Experten haben. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass wir da so zusammenarbeiten können. Und der Knackpunkt ist, von jeder Seite eigentlich offen zu sein. In dem speziellen Fall ist eigentlich eher das Coole, dass es so ein bisschen ohne Publikum ist, beziehungsweise dass es so aufgebrochen ist und dass wir die Möglichkeit haben, dieses fast 360 Grad zu machen. Sonst hat man ja einfach so eine Bühne. Alle Kameras gucken drauf, manche sind vielleicht noch so auf der Bühne, aber es ist eher so eine Frontbespielung. Und jetzt haben wir eben die Möglichkeit, durch diesen Kreis irgendwie so Durchblicke zu haben. Was hier speziell ist, hier müssen wir uns überlegen, wie wirken Dinge im Video. Wir haben das Schlagzeug, das steht ja sonst auch immer irgendwo so hinten. Aber eigentlich ist es super dynamisch. Und deswegen haben wir das zum Beispiel von Dolly gesetzt, weil dann kann er da hinten lang fahren. Wir haben volle Dynamik im Vordergrund und so. Und es steht nicht irgendwo in der Ecke und man guckt nur so rüber. Man hat so das Gefühl, dass man so im so ein bisschen drin ist auch. Wenn man sonst ins Studio geht, ist ja heute typischerweise so, man nimmt erst Schlagzeug auf, dann Bass, dann ein paar Gitarren. Also das heißt, man baut wie ein Haus. Man baut erst den Keller, dann baut man die Mauern und so weiter. Das hier ist schon fast wie ein Fertighaus und es wird zusammengezimmert. Das Schöne bei sowas Dynamischem, Lebendigem wie gemeinsam Musik machen ist, dass Erfahrung hin oder her, es gibt dann immer wieder die Dinge, wo man denkt, es müsste so sein und dann macht man genau das Gegenteil und das ist dann richtig irgendwie. Es ist nicht alles berechenbar. Es ist lebendig, es ist dynamisch, so wie Menschen sind, so wie Gott ist. Es war zwar streng die letzten Tage, aber die Leute waren so gut vorbereitet und haben alle eben so einen guten Sound und Charakter und also Charakter, Sound, aber auch sonst Charakter. Das hier ist im Prinzip die fertige Musik. Und das macht es allen Beteiligten leichter, auch nicht zu viel zu spielen, sich einzufügen ins Ensemble. And I can try to escape you. You will always find me. Change is here. Das ist für uns das Größte, wenn wir das zusammensetzen können und teilen können. Und ich glaube, das ist auch die Magie darin, gemeinsam diese Emotionen zu teilen und zu empfinden. In
der Bibel gibt es ja sämtliche Psalme, wo ganz viel Leid, ganz viele Zweifel auch zutage gebracht werden. Und ich glaube, diese Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, lässt diesen Spielraum eben für diese Zweifel sehr, sehr gut zutage kommen. Aber eben gleichzeitig sind es auch Songs dabei, die Freude zeigen und einfach Hoffnung zeigen, dass es weitergeht, dass es besser wird. Hoffnung bedeutet für mich, ich muss an was festhalten, was noch nicht da ist. Aber es hat immer damit zu tun, dass ich im Moment einfach aushalten muss, dass es noch nicht so ist, wie ich es mir eigentlich wünsche. Für uns zieht sich so wie eine Linie etwas durch die Zeit. So als ob jemand vor Jahrhunderten, Jahrtausenden einen Stift angesetzt hätte und so eine Spur der Schönheit hinterlassen hätte. Wenn Hoffnung und das Schöne zusammenkommen, ich glaube, dann ist es was ganz, ganz Besonderes, weist auf Gott hin letzten Endes. Und dafür stehen wir als Central Arts, deshalb ist das für uns wichtig. Also eine Linie geht durch unser Leben hindurch, durch Trauern, durch Zweifel, durch Ausgelassenheit, Freude, Beklemmung, was auch immer. Ich glaube, es geht darum, weiterzumachen. Ich glaube, es geht darum, halt einfach nicht abzusetzen. Wir brauchen Hoffnung. Also es gibt so vieles, was uns die Hoffnung nehmen will auf dieser Welt, aber wir brauchen das als Gesellschaft. Und das ist mein allergrößter Wunsch, dass das passieren darf, dass Leute das entdecken irgendwo, hören, sehen und dann wissen, es ist gut, es kommt gut und da ist Hoffnung. Ich mache die. Was? Jetzt bin ich. Wie war die Frage nochmal? Leider geil, statt ein Däugelwind drauf. Muss man sich das noch vorstellen? Ja, leider ja. Das zusammenzufassen, irgendeine Form, die nicht. Die. Ja, ne. Aber vor allem sollten wir tanzen zusammen. Meine Ohren werden bald abfallen. Ich hatte noch nie so viel um meine Ohren. Ich meine, das ist Deko, aber das ist Kunst. Das ist eine gute Frage. So, jeder, der was beitragen will, wie findet ihr es hier? Alter, ist euer Ernst? Das war's schon, oder was? Ist keine Meinung. Wie geht's denn dir so heute? Wer? Wie geht's denn dir so heute? Gut.
Muss ich das da rein sagen? Wunderbar, ja, Weinsch. Wir filmen und dokumentieren das Ganze auch. Wir sollten im Krieg sein, mit all dem Hass in uns. Aber vor allem sollten wir uns umarmen.